Nochmal, wir fangen jetzt mit unserem ersten kleinen Vortrag an. Vor 2 Wochen hat Cheetah ja die Reihe Show Your Tools ins Leben gerufen. Nachdem letzte Woche niemand seine Tools geshowt hat, habe ich gedacht, ich zeige euch mal ein kleines Tool, was ich entdeckt habe und ziemlich praktisch finde. Und zwar handelt es sich dabei um das Tool Enter. Enter ist kurz und steht für Event Notifier Test Runner und macht nichts anderes, als Dateien auf Änderungen zu überwachen und Dinge zu tun, wenn sich diese Dateien ändern. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Also wenn ich in C code, dann will ich eigentlich nach jedem Speichern einfach mal Make aufrufen, um zu gucken, ob der Code noch so weit konsistent ist, dass er wenigstens durchkompiliert. Und das sind so Sachen, die man mit Enter zum Beispiel automatisieren kann. Es gibt es gibt 2 Modi, in denen man Enter betreiben kann. Und einer davon ist der Command-Mode. Ups, ich suche die Maus. Das heißt, ich fütter einfach eine Liste von Dateien in Enter. Ich muss jetzt immer so ein bisschen blöd gucken, weil ich hier nicht sehe, was ihr da hinten seht. Und gebe einen Befehl an, der ausgeführt werden soll, wenn sich eine dieser Dateien ändert, zum Beispiel make, oder wenn man make-File hat, was ein Test-Target hat, ist es natürlich sinnvoll, make-Test aufzurufen. Wenn ich jetzt diese Datei, die ich da aufgerufen habe, speichere, dann muss ich auch noch was ändern, weil sonst passiert nichts. Und es passiert immer noch nichts. Das ist natürlich der berühmte Vorführeffekt. Ja, stimmt, das Enter hat gefehlt, sagt's doch. Zack. Dann wird's hoffentlich auch klappen. Ja. Also, das ist eigentlich alles, was das Ding macht. Ich ändere Dateien und es reagiert irgendwie darauf. Und das ist praktisch, weil man kann das natürlich dann auch schön kaskadieren. Also diese Make-Files, die laufen halt einmal durch und sind dann beendet. Das ist relativ einfach. Man kann Enter aber auch verwenden, um interaktive Programme starten zu lassen, indem man, ich mache das in dem Fenster da drunter mal, mit dem Parameter R kann man ihm sagen, das, was jetzt kommt, ist ein interaktives Programm. Wenn sich eine der reingefütterten Dateien ändert, dann starte es bitte einfach neu. So. Der eine oder andere kennt dieses Tool. Das ist einfach das, was unser Status, unser Infoscreen anzeigt, für die Konsole aufbereitet. Und hier in dieser Datei ist halt das Interface beschrieben und ich kann jetzt zum Beispiel einfach mal diese mittlere Spalte, die da angezeigt wird, auskommentieren. Ja. Verdammt. So. Und speichern. Und speichern. Und natürlich funktioniert es nicht, weil ich einen Fehler gemacht habe. Nee, ich habe keinen Fehler gemacht. Okay, jetzt sieht man, dass es weg ist. Das ist jetzt aber nicht besonders beeindruckend. Schade. Ich habe es vorher geübt und habe kontrolliert, dass das auch funktioniert. Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich falsch mache. Aber ihr könnt euch vorstellen, was es tun sollte. Also, als ich vorhin damit rumgespielt habe, hat er dann halt auch dieses NCRZL-Statool schön neu gestartet. Da hat man gesehen, die Änderungen, die ich im Quellcode vorgenommen habe, spiegeln sich direkt im UI aus. Ja, ich weiß, was falsch ist.
Ich mache es jetzt einfach nochmal in der Hoffnung, dass ich mich jetzt nicht total blamiere. Ah, alles klar. Ja, wenn man es richtig macht, funktioniert es auch. Ich hoffe, ihr habt die Änderung alle gesehen. Ja, und solche Dinge kann man damit tun. Und wie das bei so diesen typischen Unix-Tools ist, wie das eins ist, weiß man nicht genau, wofür man das alles benutzen kann. Wenn man irgendwie M-Boxen hat, kann man sich über neue Mails informieren lassen oder ähnliche Geschichten. Was das Ding noch kann, was ich persönlich noch nicht benutzt habe, ist der FIFO-Modus. Der ist dann für etwas anspruchsvollere Sachen. Also ich kann Enter auch starten. Und anstatt direkt ein Make oder so hinten ran zu geben, gebe ich mit Plus eingeleitet den Namen eines FIFOs ein. Mein FIFO? Naja. Mein FIFO? Und schieb das mal in den Hintergrund. Und wenn ich jetzt in das Verzeichnis gucke, sehe ich, dass da jetzt ein Mein FIFO erschienen ist, was vorher nicht da war. Und jetzt kann ich auf diesem FIFO lauschen und wenn sich Dateinamen ändern, also in dem Fall jetzt in dem Beispiel C-Dateien, dann wird einfach der Name der geänderten Datei in den FIFO geschrieben und das kann ich dann in einem Skript beispielsweise auswerten. Ja, und ja, das ist Enter, mein Tool, was ich euch zeigen wollte. Ihr seht, man muss nicht viel vorbereiten für Show Your Tools und ich hoffe, dass ihr auch irgendwas habt, was ihr zeigen könnt, weil es gibt nichts Schöneres, als seine Unix-Toolbox ein bisschen zu erweitern. Aber Mac-User dürfen ihre Sachen auch zeigen, hat Cheetah ja auch gemacht. Okay, das war's. Ja. Wie erkennt das Tool eigentlich, dass sich was geändert hat? Ach so. Ja, also der Vorteil von Enter gegenüber so Sachen wie iNotify Wait oder so ist, dass Enter das KQ-Kernel-Interface, was in BSD nativ implementiert ist, unterstützt. Und es gibt aber auch eine Userland-Implementierung dafür, die auf iNotify basiert und damit läuft es dann auch unter Linux. Also im Gegensatz zu vielen anderen Lösungen, die ähnliche Dinge tun, die Linux-spezifisch sind, kommt das eher aus der BSD-Welt und läuft aber auch unter Linux. Also das ist auch so vergleichbar mit iNotify. Ja. KQ ist sozusagen das iNotify des BSD-Kernels. Funktioniert anders. Es hat ein paar Nachteile, es hat auch andere Vorteile, also wie das halt so ist.